Ja, ein ganz zentraler Unterschied in der Sexualität zwischen zwei Menschen im allgemeinen, generellen Sinne ist, ja, betreibe ich Sex zum Druck abbauen, ja, dass sozusagen, bumm, wieder die Entleerung kommt, das, was sich sozusagen aufgebaut hat, ja, an Energie und dann mit dem Orgasmus sozusagen wieder abzubauen und dann passt es wieder für eine Zeit lang, ja, oder mache ich Sex aus einem anderen Grund. Und zwar aus dem Grund, wirklich in eine Verbindung zu kommen. Mit Menschen, mit dem Partner oder mit dem ich halt Sex habe, in eine wirkliche Verbindung zu kommen. Jetzt nicht deswegen den anderen sozusagen, weil wenn ich Druck abbauen möchte, dann benutze ich sozusagen einen Partner, einen Menschen dazu, um mich hier sexuell zu befriedigen, abzureagieren, zum Höhepunkt zu kommen und dann wieder, dass das Ganze nachlässt und dann habe ich wieder etwas Druck abgebaut. Das ist fast so ein bisschen wie, wenn jemand nikotinabhängig ist von einer Zigarette, ja, man raucht wieder eine und dann habe ich wieder eine Zeit lang Ruhe, weil sozusagen dieser Suchtdruck, der sich aufgebaut hat, wieder nachlässt für eine Zeit lang, aber eben nur für eine Zeit lang. Und das andere, wie gesagt, ist, das kann ich Sexualität als Verbindung mit jemandem wahrnehmen, dass ich sozusagen mich mit jemandem vereine, um hier etwas Gemeinsames zu schaffen, hier gemeinsame Räume, gewisse Möglichkeiten hier zu schaffen. Oder man könnte einfach auch sagen, habe ich hier die Möglichkeit, um wirklich in einen Genuss zu kommen, hier gemeinsam etwas zu kreieren. Dazu braucht es halt eben auch wirklich die Hingabe eines jeden Einzelnen. Ja, eben nicht nur zu schauen, dass ich, naja, den anderen befriedige halt, damit der zum Orgasmus kommt und der befriedigt quasi mich und wir befriedigen uns gegenseitig und dann haben wir beide einen Orgasmus und dann ist es vorbei, der Druck ist weg, sondern dass man wirklich gemeinsam hier neue Räume öffnet. Und dazu braucht es, wie gesagt, einfach eben auch die Hingabe zum Partner, die Hingabe, sich einfach auch hier zu öffnen, ja, und auch die Hingabe als Mann hier etwas zu geben, ja, dass sozusagen dieses Yin und dieses Yang hier zusammenkommt, um hier Neues zu kreieren, Neues aufzumachen. Natürlich heißt das nicht, dass auch hier Orgasmen, dass es hier auch im Orgasmus enden kann. Das ist überhaupt nicht die Frage, aber das sollte dieser zweiten Art von Möglichkeit von Sexualität nicht oberste Prämisse sein, ja, sollte nicht oberste Priorität sein, sondern wirklich hier die Verbindung in das, wenn man es spirituell ausdrücken möchte, ins Göttliche, diese Vereinigung, ja, um hier sozusagen was Neues zu kreieren, das sich von mir aus auch Liebe nennen kann oder was auch immer. Ja? Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Das eine ist Befriedigung, das ist Sex und Druckabbau, natürlich kurzfristig auch Fun, Spaß, natürlich ist der Orgasmus auch kurzfristig einfach mal eine sehr schöne Sache. Dagegen sage ich ja überhaupt nichts, nur wenn man primär nur Sexualität ausübt, um eben sich und den anderen kurzzeitig zu befriedigen und das dann immer wieder in gewissen Abständen und dann braucht man ständig irgendwelche neuen Reize, weil natürlich der alte Reiz hier irgendwann einfach nicht mehr passt. Das ist hier wieder wie mit der Sucht, man braucht immer eine gewisse Dosissteigerung, eine gewisse Veränderung, dann wird es einfach halt irgendwann einmal genauso, wie es oft im idealen Bereich, bei uns im öffentlichen Bereich, so wie man so das Gefühl hat, weil Pornografie ist eins oder das meistgeklickte Ding im Internet überhaupt. Das heißt, dann werden diese Dinge einfach irgendwann einmal etwas komisch, etwas eigenartig, weil man permanent einfach sich nur kurzzeitig befriedigt und nicht dafür sorgt, dass man wirklich in Verbindung kommt mit sich, dem Partner und dem Göttlichen. Und hier gibt es natürlich gewisse Möglichkeiten, das
einfach auch anders zu starten, anders zu tun und anders zu lernen. Doch das dann wieder in einem anderen Video. Alles Liebe, euer Geo.